Irgendwas mit dem Computer? Nö. Don't forget. Aha. Sie merkt es also selber schon. Will es aber anscheinend nicht Ich habe wahrhaben. schon an hässlicheren Orten gelebt. Ja, sieht ganz hübsch aus eigentlich. Also da kann man sich echt nicht beklagen. Die Gegend sieht echt wunderhübsch aus hier. Eleanor, was ist los? Kann ich? Hallo, Eleanor? Warum kann ich... Aha. Laute Geräusche und wahrscheinlich helles Licht. Genau, helles Licht auch. Pass auf. Ah, jetzt sehen wir wieder, Okay, wie sie das ich sollte sieht. herausfinden, wovor sie Angst hat. Ja. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Oh. Oh na, ach, die ist ja kaputt. Warum sind die kaputt? Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Das habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Oh nein. Wenn jemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Oh nö. Hier hinten haben wir jetzt nichts mehr. Da haben wir doch garantiert hier noch was, ne? Ja, ist mir klar. Danke, Liebling. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Check vorbei. Wenn Riley das rausfindet, das darf nicht passieren. Oh nein, sie vergisst sogar Riley. Oh, Scheiße. Oh. Oh oh. Oh, was passiert hier? Oh, wow. Alex? Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Die Erinnerung ist weg. Ach lol. Guck mal, die Zeit dreht sich zurück. Die Erinnerung ist weg. Wer ist dieses Mädchen? Oh nein. Oh, sie braucht Hilfe, aber nicht von Riley. Ich fühle mich so leer. Weil wenn wir Riley das sagen, dann wird sie garantiert nicht Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit. weggehen zum Studieren für diese Bewerbung. Oh-oh. Sie werden mich zwingen zu schließen. Aber warum wollen sie dich denn zwingen? Das macht doch gar keinen Sinn. Weißt du denn schon, wie du dir helfen kannst? Habe ich was übersehen?
wir alles? Ich glaube. Ich sollte mit Eleanor reden. Vielleicht kann ich ihr helfen. Ja. Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Alles gut. Oh oh, sie hat wieder was vergessen. Hey, ich möchte helfen. Oh. Okay. So. Was hatte Eleanor zuerst gemacht? Weiß ich doch nicht. Sie hat garantiert zuerst gesagt, hier, wir haben geöffnet. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Okay, dann hat sie Post. Post ist wo? Das war auf dem... Da. Das ist nicht als zweites. Warte mal, wenn sie die Post hingelegt hat, dann hat sie mit Sicherheit die Kasse gesehen. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das hätte ich gestern Abend gemacht. Ah, okay. Dann vielleicht erst Blume? Sind diese Blumen von heute? Sehen nicht so aus. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. Habe ich irgendwas vergessen? Ist im Büro irgendwas, was er als zweites gemacht hat? Ah, vielleicht hat sie einen Anruf bekommen. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Wer wohl angerufen hat? Hat sie vielleicht was aufgeschrieben? Mäuschen, du bist da irgendwie im Weg, oder? Nicht? Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Ah, ihr Gesicht ist wieder da. Yay, sehr schön. Tür? Ach, das war ja auch ein ganz anderes Telefon, was er da hatte. Cool. Also, das macht mir gerade... Das ist gerade ein bisschen beängstigend, aber... Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Aid with check. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Oh, jetzt sehen sie wieder hübsch aus. Okay. Das muss doch mit Sicherheit am Scheck oder auf dem Scheck sein. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt.
War nicht kaputt? Mr. Jedediah Lucan, hm? Jedediah Lucan? Oh. Die Lilien sind wohl für Jed? Ach, Jed! Okay. Ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Jedediah. Ich wusste, du findest das raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Jed plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Oh nein. Oh, die Arme. Wenn wir ihr jetzt den Schmerz ersparen, dann wird sie bei irgendjemand anders das erfahren. Und dann wird sie einen größeren Schmerz haben. Ich erzähl's ihr lieber jetzt. Na komm, ich erzähl's ihr lieber jetzt. Die waren für Gabes Trauerfeier. Trauerfeier? Gabes Trauerfeier. Ich war nicht da. Ich glaube, das war besser, dass du nicht da warst. Die Männer haben sich nur angekeift. Es tut mir so leid. Oh, nicht weinen. Entschuldige mich. Oh, Eleanor. Okay, das war scheiße. Aber wenigstens habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Ich weiß, sie leidet sehr. Aber ich konnte sie einfach nicht anlügen. Der arme Junge. Wie konnte ich das vergessen? Es tut mir so leid, Eleanor. Ich weiß, sie leidet sehr. Aber ich konnte sie einfach nicht anlügen. Können wir jetzt nicht mehr zu ihr rein? Oh, so ein kleiner Knuddler wär jetzt ganz gut, glaube ich. Ich hoffe, es ist was Gutes. Nein. Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Das waren wirklich sehr, sind sehr, sehr schöne Linien. Lilien. Dann düsen wir doch wieder raus, denke ich mal. Ja. Oh je, oh je, oh je. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Wir haben ganz viel bekommen. Themen wilder Katze. Es ist ein Pummelchen. Oh nein, das sieht man doch von dieser Zeichnung sogar schon, dass das kein Kater ist. Oh je.
Hört sich sehr gut an. Wir haben da, da haben wir noch was. Jack Stevens. Restaurant beim Park, aha. Okay. Alex hat gesagt, eventuell bei der Brücke. Ich soll in der Nähe gucken. Und da ist die Brücke. Oh, wait. Eleanor. Hat uns alles sehr schwer getroffen. Bevor ich nach Mac suche, will ich nochmal mit Riley sprechen. Wenn ich sie jetzt auf die Schnelle finde. Danke, dass wir kurz reden konnten. Ja, was? Danke, dass du mich lässt. Sie wirkt ganz schön aufgebracht. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Ah, okay. So Willst geht es du natürlich auch. über Mac reden? Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Oh, das ist ja mies, Alex. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Oh. Was? Nach der Jetzt? Trauerfeier. Oh. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich habe gesagt, ich müsste nachdenken. Aber ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Das müssen wir herausfinden. Riley, danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Dankeschön. Diese Ich muss los. Schnaufe manchmal. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Alles klar. Dankeschön für dein Gespräch. Bis bald, ja? Bis bald, ja. Ja. Wann immer du magst. Jetzt bräuchte ich doch sehr gerne den Mac. Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ja. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. Oh. Das kann nur bedeuten, irgendwo wartet ein Hund darauf, von mir gestreichelt zu werden. Bin dafür. Vielleicht. Jetzt? Nö. Hä, aber warum konnten wir denn hier rein? Verstehe ich nicht. Wenn er unschuldig ist, Ah, warum okay. verhält er sich dann nur so? Sorry, Riley. Aber ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Okay, Blumenladen. Wo ist Mr. M Oh. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Ja. Bin deiner Meinung. So, Mr. Mac. Wo sind sie? Ich würde gerne mit ihnen sprechen. Oh. Oh, da ist er ja tatsächlich. Ein Pürschen. Ich bin sowas von am Arsch. Warum? Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac.